machen nochmal. Was klatscht denn so? Verschwind. Junge, mach ich meine Absicht, dich zu stellen. Entschuldige dich vielmal. Schwätz nicht, verschwind. Nimm ihn ja nichts weg. Idiot. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja, das heißt, beide fahren mit dem Schnapptest, aber hat er keine Zeit. Kann ich Bier haben? Hier kann ich Ihnen keins geben, aber setzen Sie sich noch hin. Ja, ist gut, danke. Nein, nicht da, da ist Gesetz da, bitte. Ich kann ja aufstehen, wenn jemand kommt. Ich habe keine Lust, ne? Was sagen Sie? Die junge Mädchen hat. Will ich tanzen? Ach so, Sie meinen die Rosi? Ah, die tanzt schon. Die tanzt sogar ganz prima. Schauen Sie mal. Da sieht man. Kann ich ein Bier haben? Na toll, was ist los hier? Das ist jeden Samstag so. Jeden Samstag? Die kommen sogar aus München hierher. Ja, ich hab gesehen, lauter Münchner Wagen. Ja, was die im Lokal finden, ich weiß nicht. Aber ist doch klar, die Mädchen hier. Die Mädchen? Ja, besonders hübsche Mädchen hier. Die da zum Beispiel, die ist doch super. Was? Ist doch super. Verstehen Sie was davon? Nichts zu verstehen, das sieht man doch gleich. Wo kommen Sie denn her? Aus München. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Ja, ich bin Vertreter. Ich habe keine Lust mehr. Sei doch nicht so zickig. Was ist mit Werner? Ich habe ihn da hinten stehen lassen. Er hat sich viel versprochen vom heutigen Abend. Ja, das weiß ich. Hier ist er unheimlich sauer. Ein Bier bitte. Ja, danke. Kann ich gleich zahlen? Oh mein Gott. Dankeschön. Ja, haben Sie schon was gefunden? Ha, nee. Ich nehme mit dem Tanzen, da habe ich Schwierigkeiten. So ein Typ bin ich nicht. Mit Gestatten und dann los. Ja, Sie sind wohl am falschen Platz. Ja, das glaube ich auch. Mein Revier, wissen Sie das? Mehr vor dem Lokal. Na ja, dann mal los. Nein, du schaffst mein Boot, ich muss um halb eins raus. Soll ich begleiten? Ob Sie nach Hause wollen, frage ich. Ja, ich gehe nach Hause. Dann kann ich Sie noch fahren, da steht mein Wagen. Besten Dank, ich habe noch ein paar Schritte. Also mir macht das nicht aus. Okay. Ach, dann seien Sie doch nicht so. Das ist ein paar Schritte gefahren als gelaufen. Lassen Sie mich hier drin. Seien Sie bloß, Sie haben Angst vor mir. Kennen Sie doch gar nicht. Soll ich vielleicht um Hilfe rufen, damit Sie mich in Ruhe lassen? Bei mir passiert Ihnen bestimmt nichts. Der Typ bin ich nicht, wissen Sie? Sagen Sie bloß, Sie haben Angst, dass ich Ihnen was tue. Ich tue einem Mädchen immer nur so viel, wie sie freiwillig zulässt. Wissen Sie? Nicht mehr. Scheuche. Na, ihr Hübschen, ihr wollt doch nicht schon nach Hause. Doch, so sieht ihr aus. Ja, ja, ihr doch nicht. Wo soll ich jetzt denn hinfahren? Wohin möchten Sie denn? Überlasst ihr das mir. Das Programm mache ich euch. Da steht mein Wagen. Was quatscht denn die Mädchen an? Hör ab, Mensch. I
stehst du denn hier? Warum stehe ich hier? Weil ich auf dich warte. Aber ich will nicht, dass du auf mich wartest. Hast du das noch nicht begriffen? Fass mich nicht an. Mach mich doch nicht wahnsinnig! Willst du schon gehen? Ja, das ist schade. Na ja. Komm gut nach Hause. Danke. Schlaf gut. Tschüss. Ciao. Haben Sie es eilig? Wo soll ich hinfahren? Oh ja, das wäre sehr nett. Es ist gar nicht weit von hier. Bringen Sie mich. Das sind ein paar hundert Meter. Aber gerne, ich fahre Sie, wohin Sie wollen. Egal wie weit. Komm. Wissen Sie, Sie sind mir schon im Lokal aufgefallen. Herr Gott, habe ich mir gesagt, ist das ein hübsches Mädchen. Ja, kam gerade durch für eine Minute. Nee, habe ich schon alles veranlasst. Also, du kommst gleich zum Tatort. Gut, dann sehen wir uns da. Hat er schon geschlafen? Der war ganz schön sauer. Sie heißt Rosemarie Kramer, Hausangestellte, wohnt in diesem Haus da. Ein Zimmer bei den Leuten, bei denen sie angestellt ist, eine Familie Lechner. Noch was? Das Ganze ist passiert, als sie nach Hause kam. Kurz vorher war sie noch in einer Diskothek. Zeugen? Ja, Augenzeugen keine. Aber die Frau Lechner hat sie schreien gehört. Ich war in meinem Arbeitszimmer. Ich habe Akten durchgearbeitet. Ich bin Anwalt. Und dann ist meine Frau plötzlich hereingestürmt und sagte, draußen auf der Straße schreit jemand. Bin hinausgelaufen und habe sie gefunden. Das war unmittelbar, nachdem Ihre Frau die Schreie gehört hat? Ja, sofort danach. Haben Sie Schritte gehört? Nein. Vielleicht jemanden gesehen, der weglief oder mit dem Auto wegfuhr? Nein, es war totenstill. Als ich hinkam, sah ich, dass es für Ihre Hilfe zu spät war. Zurück ins Haus und habe die Polizei angerufen. Kann ich Ihre Frau sprechen? Weiß nicht. Fürchte nein. Sie hat einen schweren Schock. Der Arzt ist bei ihr. Bitte wollen Sie sich nicht setzen, meine Herren. Es wäre so wichtig, genau zu wissen, was sie gehört hat. Ja. Das muss der Arzt entscheiden. Begreifen Sie, sie hat einen Todesschrei gehört. Meine Frau ist sehr sensibel, sehr emotionell. Ich mochte das Mädchen. Rosi war so etwas wie ihr Kind. Nein. Sie selber hat keine Kinder. Ich möchte, dass Sie begreifen, dass da ein besonderes Verhältnis bestand. Seit wann ist das Mädchen bei Ihnen angestellt? Seit 2 Jahren. Und sie wohnt hier im Hause, nicht? Ja, im ersten Stock. Das ist ein sehr hübsches Mädchen. Ja. Hat doch sicher eine Menge Freunde gehabt, oder? Ja, aber ich glaube, sie war nicht der Typ, der sich da besonders viel daraus gemacht hätte. Sie war in einer Diskothek heute Abend. Ja. Hat sie gesagt, wohin sie geht? Sie hat mit meiner Frau gesprochen. Sie hat ihr zugeraten, auszugehen, tanzen zu gehen. Jemand, der sie abgeholt hat? Ja, ein junger Mann. Sohn eines Kollegen von mir, Werner Schranz. Wenn man ein Mädchen zum Tanzen abholt, dann bringt man es ja für gewöhnlich auch wieder nach Hause. Ja. Ich habe auch gleich angerufen, aber er war noch nicht nach Hause gekommen. Man schickt ihn her, sobald er auftaucht. Wohnt sonst noch jemand hier im Hause? Meine Mutter, eine Frau von 70 Jahren. Und unsere Hausdame, Frau Schweig. Meine Mutter schläft.
ihre Zimmer gehen zum Garten hinaus. Sie hat nichts gesehen, nichts gehört, wie Frau Schweig sagt, die wir geweckt haben. Wo ist die Hausdame? Bei meiner Frau, mit dem Arzt. Wie geht es meiner Frau? Ein schwerer, tiefgehender Schock. Ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel geben müssen, jetzt schläft sie. Die Herren sind von der Polizei. Und wenn Sie Frau Lechner sprechen wollen, unmöglich. Sie kann nicht von morgen früh vernommen werden. Hat sie irgendetwas gesagt, was uns helfen könnte? Nein. Sie hat nur den Schrei gehört und gleich gewusst, da stirbt jemand. Das ist gut, Doktor. Danke. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Also schlafen lassen, bis ich von selbst aufwache. Sie sind die Hausdame der Mutter von Dr. Lechner. Der Frau Sanitätsrat, ja. Ja, ich kann nichts sagen, denn ich habe nichts gehört. Ich war schon in meinem Zimmer. Ich habe das Zimmer neben der Frau Sanitätsrat. Plötzlich kommt Dr. Lechner herauf und sagt, mit der Rosi sei etwas, sie läge auf der Straße. Rosi? Ja. Ist auch hergerufen worden? Ja, gerade vor einer Minute. Ich kam gerade nach Hause. Erstochen. Wer hat denn das getan? Wir sollen reinkommen. Kommen wir. Ich weiß, ich bin schuld. Aber sie wollte sich nicht nach Hause bringen lassen. Ich sagte, bleib doch noch. Weil sie wollte nicht. Sie wollte weg. Und nicht mit mir. Sie sagte, ich will nicht, dass du mich nach Hause bringst. Ich bin ihr dann auch nachgegangen und konnte sehen, wie sie in einen Wagen einstieg. In was für einen Wagen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wem der Wagen gehörte. Ein Mann ist um den Wagen herumgelaufen, hat die Tür zugemacht, dann fuhr der Wagen ab. Haben Sie sich zufällig das Kennzeichen gemerkt? Nein. Es war ein Münchner Wagen, das M, das habe ich noch erkannt. Könnten Sie den Mann beschreiben? Tja, der war mittelgroß, kräftig und trug eine graue Jacke. Darf ich weiter beschreiben? Er trug keine Krawatte, sondern eine Fliege, so bunt kariert. Und er war blond, fast rötlich. Ja, richtig. Er hat mich auch angesprochen, ob er mich nach Hause bringen darf. War richtig aufdringlich, ist mir sogar nachgegangen. Was sagen Sie denn dazu? Das sind ja ganz brauchbare Anhaltspunkte. Bist du sicher, dass er in den Wagen eingestiegen ist? Ja. Also, sind wir ja ein ganz schönes Stück weiter, was? Wo ist denn die Diskothek? Ganz in der Nähe. Die Kellner sind auch da. Frag mal. Der junge Mann ist der einzige Zeuge, der gesehen hat, dass Rosi in einen Wagen eingestiegen ist. Ist er vertrauenswürdig? Werner? Ja, bestimmt. Er war Rosis Freund. Freund? Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Von ihm aus sicher. Von ihr aus nicht? Ja, sie hat sich nicht viel gemacht aus dem Jungen. Aber er hat sie doch zum Tanzen abgeholt. Ja, aber das sagt doch nicht. Ja, warum hat er sie dann nicht wieder zu Hause abgeliefert? Haben die Streit gehabt, oder was? Wissen Sie, Werner wollte immer mehr, als Rosi geben wollte. Und ich habe es Ihnen ja schon gesagt, sie war nicht der Typ, der sich was aus Jungen macht. Das ist Charlie, der hat mit dem Mann gesprochen. Ja, der Mann sagt, toll, was los hier. Und er ist hier schon öfter vorbeigefahren, aber noch nie reingekommen. Der Typ hat sich nach jedem Mädchen umgesehen, das vorbeikam. Tja, der Mann saß bei mir am Tisch. Etwas untersetzt, blond mit rötlichen Haaren. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, er sagt, er sei Vertreter und er fahre diese Strecke jeden Samstag, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Und habe das schon öfter da gesehen, die netten Mädchen. Der Mann stand auf Mädchen, das sah man, aber er macht auch keinen Hehl daraus. Herr Gott, er hat ja die Rosi gesehen. Er sagte noch, schauen Sie mal die Hübsche da. Ihr wolltet gerade tanzen gehen, ihr standet noch auf der Tanzfläche und habt miteinander gesprochen. Er ist gar nicht lange hier gewesen. Er sagte noch, tanzen sei nicht seine Sache und sein Revier sei vor dem Lokal. Ich lachte noch und sagte, naja, dann mal los. Könnten Sie mitkommen ins Präsidium? Haben Sie Zeit? Ja, jetzt stimmt, das ist die Unterbrechung jedenfalls. Er hatte noch nicht so eine starke Glatze. Vielleicht legen Sie noch ein paar Haare dazu. Stimmt, das ist unwahrscheinlich. Genau, das ist es. Stimmt, genau. Ne? Haben Sie noch irgendwie ein Schema für die Haare, dass man was versuchen kann? Können wir schon machen. Ne? Exakt
Das ist er. Ich habe ihn auch sehr gut beschrieben. Dieses Schwein. Also besten Dank jedenfalls. Sie haben uns sehr geholfen. Bitte kann ich Sie noch einmal sprechen, ja? Sie haben das Mädchen geliebt, nicht wahr? Ja. Wollen Sie mir nicht sagen, was für einen Streit Sie miteinander gehabt haben? Nichts Besonderes, nicht der Rede wert. Ja, dann fahren Sie jetzt nach Hause. Ja, danke. So, meine Damen und Herren, nun sehen Sie einmal diesen Topf. Kommen Sie ruhig her, meine Herrschaften. Sehen Sie sich mal diesen Topf an. Sie fragen sich, wie sich jeder hier fragen wird, wie den sauber kriegen. So was sehen und Albträume kriegen, das ist eins. Eine Stunde scheuern, mit Sand, mit scharfen Laugen. Der Schweiß rinnt ihnen herunter. Der Topf muss sauber werden. Blank müssen die Töpfe sein, der ordentlichen Hausfrau. Drin spiegeln muss man sich können. Wer will sich in diesem Topf jemand spiegeln? Glauben Sie nicht, soll ich es Ihnen zeigen? 10 Minuten, was meint ihr, meine Herrschaften? 10 Minuten dauert das? 10 Minuten? 5 Minuten würden Sie doch schon für ein Wunder halten. Ich sage Ihnen eines. Es werden keine 5 Minuten sein, keine 4, keine 3. Nein, in einer Minute habe ich diesen Topf mit diesem neuen Wundermittel so weit, dass Sie sich vor diesem Topf rasieren können. Wie vor einem Spiegel. Glauben Sie nicht? Wer nimmt den Wetten an? Ah, da haben wir jemand. Was setzen Sie? Ich setze das Doppelte dagegen. Was sage ich, das Doppelte? Das Zehnfache. Kommen Sie, Mann, kommen Sie. Hier haben wir einen Mutigen. Jemand, der das Risiko liebt. Sie Mörder. Was? Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, Sie Mörder. Wie kommen Sie denn darauf? Was meinen Sie denn damit? Ich habe doch niemanden mitgenommen. Wie komme ich denn dazu? Ich nehme niemals jemanden mit. Das ist eine Regel bei mir. Anhalter, kommt nicht in Frage. Ich bin da schon mal in Schwierigkeiten gekommen, aber die Erfahrung hat mir genügt, die habe ich einmal gemacht. Mir war nicht nötig. Wollen Sie sagen, Sie haben auch nicht diese Diskothek besucht? Diskothek? Was für Diskothek? Nein, ich war in Herrsching am Samstag, da habe ich meinen Stand gehabt und da bin ich nach Hause gefahren. Und haben nicht gehalten? Nein, warum soll ich denn gehalten haben? Ach so. Sie meinen auf dem Nachhauseweg? Ja, zum Beispiel. Ja, da habe ich ein Bier getrunken, aber wo? Ja, wissen Sie, ich habe den Kopf immer voller Gedanken. Das ist ein schwerer Beruf, den ich habe. Reden, reden. Immer muss einem was Neues einfallen. Ne? Ich memoriere. Sie sollten mich mal im Wagen hören, so meine Reden, die Pointen. Auf die kommt es ja an. Eine Rede ohne Pointe, da können Sie sich mit begraben lassen. Jede 5. Sekunde muss eine Pointe kommen. Eine, die ankommt. Sie haben also ein Bier getrunken? Habe ich gesagt, Sie haben ein Bier getrunken? Ja, das haben Sie gesagt. Nur noch nicht wo. Ich weiß nicht wo. Sie hören mir überhaupt nicht zu. Wer weiß wo, irgendwo, wo Licht war. Ja, und Musik und Tanz und wo es hübsche Mädchen gab, nicht? Jetzt versuchen Sie mir aber etwas zu unterstellen, weil das hier Ihnen in den Kram passt. Das sind Sie doch, oder nicht? Sie sind nämlich gesehen worden. Von mehreren Leuten, die Sie ganz genau beschrieben haben. Ihre Fliege da, die ist ziemlich auffällig. Absolut nicht, die einzige auf der Welt. Die habe ich in einem Kaufhaus gekauft. Da waren hunderte davon da, im Ausverkauf. Die lässt sich leicht zeichnen, aber das Gesicht... Das haben Sie doch erfunden. Das ist nicht mein Gesicht. Ich erkenne mich da nicht. Also wenn Sie mich fragen, ich bin das nicht. Und ich sollte ja mein Gesicht erkennen. Jeden Morgen sehe ich das ja, mein Gesicht, wenn ich mich rasiere. Aber wissen Sie, Herr Steinbrink, wir haben ja nicht nur die Zeichnung da. Wir haben auch Zeugen. Sie Schwein, Sie. Ein junges Mädchen umzubringen. Was? Was will der Mann? Wer ist das? Sie wollen sagen, dass Sie mich gar nicht kennen? Ja, das will ich sagen. Ich kenne Sie nicht. Sie haben bei mir am Tisch gesessen. Wir haben uns zusammen unterhalten. Sie haben vielleicht Grund, es zu vergessen. Ich nicht. Das ist der Mann, der die Rosi gesehen hat und gesagt hat, sie sei ein hübsches Mädchen. Und auch gesagt hat, mein Revier ist vor dem Lokal. Was, was, was? Ich schwöre es, vor Gott, wenn es drauf ankommt. Was müssen Sie da gleich immer die Hand hochheben? Vor Gott? Vielleicht habe ich Sie gesehen. Vielleicht habe ich ja mit Ihnen an einem Tisch gesessen. Tut mir leid, wenn wir Sie mir nicht im Gedächtnis geblieben sind. Aber müssen Sie doch nicht gleich immer die Hand hochheben, vor Gott. Ist das so wichtig? Sie geben also zu, dass Sie in der Diskothek waren. Ha, das sind Sie in der Diskothek?
Das ist ein ganz primitiver Schuppen. Ich kenne auch eine Diskothek. Ich weiß auch, wie die aussieht, ne? Sie waren also da? Ja, habe ich ja gesagt, haben Sie ja gehört. Nein, ich muss ja erst mal wissen, um welche Orte es sich handelt. Und an mich können Sie sich nicht erinnern? Mann, haben Sie eine Ahnung, wie viele Gesichter ich jeden Tag sehe? Ich bin umgeben von Gesichtern. Und Ihre soll ich behalten? Der Mann hat da vielleicht Nerven. Aber jetzt frage ich Sie mal im Ernst. Bin ich ein Mörder? Nur weil ich mit diesem Mann an einem Tisch gesessen und ein Bier getrunken habe? Na, da steht aber auf schwachen Beinen. So kein Argument. Und auf Argumente, das müssen Sie doch zugeben. Da verstehe ich mich, sonst wäre ich in meinem Beruf eine Niete. Erkennen Sie diesen Mann wieder? Ja, das ist er. Wer bin ich? Warum fragen Sie denn dieses Mädchen hier? Die Frage ist doch nicht präzise. Ja, Sie können es auch präzise haben. Ist das der Mann, der Sie vor der Diskothek angesprochen hat, der Sie nach Hause bringen wollte und der gesagt hat, da steht mein Wagen? Ja, das ist der Mann. Ja, das ist er. Ist doch nicht verboten, ein Mädchen zu fragen, ob man Sie nach Hause begleiten darf. Also gefragt haben Sie, ja? Ja, aber daraus können Sie mir doch keinen Strick drehen. Das ist doch reine Höflichkeit. Ich komme raus, sehe das Mädchen alleine, nachts, ohne Begleitung. Und da haben Sie ihr angeboten, Sie nach Hause zu bringen. Ganz selbstlos. Und das Gegenteil müssen Sie mir erst beweisen. Ach, wir sind schon so weit. Wie weit? Sie waren doch auf Abenteuer aus, wollten Mädchen auffressen. Deswegen standen Sie doch vom Lokal, um eine günstige Gelegenheit abzuwarten. Und? Ist doch nicht verboten. Und dann kam die Rosi raus. Ja, Rosi. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Nehmen Sie die Bilder ruhig in die Hand. Muss ich mir das alles ansehen? Ja, das müssen Sie. Sehen Sie sich die Fotos an. Jedes. Was soll ich da sagen? Was erwarten Sie jetzt von mir? Dass ich in Tränen ausbreche? Mir tut das Mädchen leid. Mir tut jeder leid, der tot ist. Einem Toten kann man nichts verkaufen, ne? Nichts für mich. Das Mädchen ist in Ihren Wagen gestiegen. In meinen Wagen? Ja, wollen Sie wieder sagen, das muss erst mal bewiesen werden? Ja, was denken Sie denn? Danke. Ihr seid auf einem ganz falschen Dampf, ich schwöre euch. Ich kann auch sagen, bei Gott, wenn euch daran liegt. Die Hand hochheben kann ich auch. Dieser junge Mann hat die Rose in Ihren Wagen einsteigen sehen. In meinen Wagen? Ja, in Ihren Wagen. Ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Ja. Ich war mir erst nicht ganz sicher, ob ich Sie wiedererkennen würde. Jetzt bin ich sicher. Sie waren das. In Ihren Wagen ist sie eingestiegen. Sie sind doch um den Wagen herumgelaufen. Haben die Tür aufgemacht, dann zugemacht. Das macht man hier so. Erst die Tür auf und dann wieder zu. Und? Was ist jetzt damit bewiesen? Dass Sie es gewesen sind, Herr Rosi Kramer. Diese hier. Nach Hause gefahren haben. Na, bin ich fair? Und jetzt sind Sie dran. Womit bin ich dran? Mit Ihrem Geständnis, dass Sie dieses Mädchen umgebracht haben. Mann, muss ich aber lachen. Entschuldigen Sie, wenn ich so einen Ausdruck gebrauche, aber ich kann ja wohl ehrlich sagen, wonach mir zumute ist. Ja, die ist in meinen Wagen eingestiegen, aber an der nächsten Ecke wieder aus. Na, was sagen Sie jetzt? Das gefällt dir gar nicht, was? An der nächsten Ecke wieder ausgestiegen? Sie lügen, ich bin dem Wagen nachgerannt. Sie hat an der nächsten Ecke nicht angehalten. Ja, dann war es die übernächste, wenn ich sage, die nächste Ecke. Dann muss man das nicht so genau nehmen. Ach, wollen Sie uns erklären, dass wir alles nicht so wörtlich zu nehmen haben, oder wie? Nein, das war die übernächste oder die Ecke danach. Ich habe da nicht gezählt. Ich hatte dem Mädchen gesagt, was ich mir vorstelle vom weiteren Verlauf des Abends. Und das hat ihr nicht gefallen. Und da ist sie ausgestiegen. Da habe ich angehalten, da ist sie ausgestiegen. Und dann habe ich noch gesagt, Vogelscheuche. Also hier war das, hier ist sie ausgestiegen. Ich glaube, ja. Ach, Sie sind sich nicht sicher? Das war doch Nacht. Ich habe da nicht geschaut, in welcher Straße ich bin. Aber ungefähr hier war das. Ja, Sie verlangen mir gleich, dass ich die Hand hochhebe. Tut mir leid, das kann ich nicht. Es muss Ihnen genügen, wenn ich Ihnen sage, hier, ungefähr hier. Das Mädchen hätte noch 100 Meter gehabt bis nach Hause. Da sind Sie hinterher, haben auf Sie eingeredet und sind tätig geworden, oder nicht? Tut mir leid, damit kann ich nicht. Also gut, Sie haben sie hier aussteigen lassen, fein. Was haben Sie gemacht? Ich bin weg wie der Blitz. Weg wie der Blitz? Ja, weil ich nur Wut gehabt habe, auf mich. Nicht, dass Sie mich wieder falsch verstehen. Dann gehen wir doch mal. Wohin? Geradeaus, die Straße runter. Vielleicht kommt die Erinnerung doch noch. Was für Erinnerung? Aber bitte, wie Sie wollen. Also mir macht eh nichts aus. In meinem Beruf, da brauche ich meinen Kopf und meine Beine. Also ich gebe es Ihnen, soweit Sie wollen. Na, aber was das Ganze bedeuten soll, das ist mir unbekannt. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor hier? Nein, tut mir leid, bedauere.
Sind Sie nicht hier hinter dem Mädchen hergerannt, hier auf dieser Straße? Also ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich mache Sie zum Teilhaber, ja? Fantasie haben Sie nämlich. Ich, hinterhergerannt, bin doch nicht der Typ, der höflich fragt. Wenn nicht, Pech gehabt, nicht schon wo. Aber hinterher renne ich doch nicht. Warum bleiben wir denn stehen hier? War das hier? Ja, hier. Glauben Sie, jetzt kommt der Engel herunter und macht mir den Mund auf? Ich habe das Mädchen nicht umgebracht. Das habe ich nicht im Programm. Guten Tag, Herr Derek. Guten Tag, Dr. Lechner. Wer ist dieser Mann? Der Vertreter. Sie haben ihn. Naja, Herr Steinbrink. Er legt ein Geständnis an? Nein, nein, er bestreitet die Tat. Was machen Sie hier? So eine Art Lokaltermin? Herr Steinbrink hat zugegeben, dass er Rosi vor der Diskothek angesprochen hat. Sie ist in seinen Wagen gestiegen. Aber er behauptet, sie sei etwa 100 Meter von hier, sei sie wieder ausgestiegen. Er ist weitergefahren. Mit dem Mord habe er nichts zu tun, sagt er. So. Mit dem Mord nichts zu tun. Haben Sie einen Moment Zeit? Wollen Sie ja, mit reinkommen? Gerne. Kommen Sie, bringen Sie den Mann doch gleich mit. Harry, bring ihn mit. Wie lange verhören Sie ihn schon? Seit heute Morgen schon. Wer ist denn der Mann? Das ist Dr. Lechner, der Arbeitgeber von der Toten. Er wird hier in diesem Haus gewohnt. Und warum soll ich damit reingehen? Ja, aber es gefällt ihm nicht daran. Ich meine, wenn Sie unschuldig sind, haben Sie doch nichts zu befürchten. Ja, das ist ein Argument, das sehe ich ein, ja. Meine Frau soll in ihrem Zimmer bleiben. Wo ist meine Mutter? Im Garten. Soll im Garten bleiben. Hier, bitte. Nehmen Sie Platz, mein Herr. Nehmen Sie Platz. Noch einen Moment, bitte. Entschuldigen Sie mich. Der wohnt vielleicht. Was ist denn der Mann? Anwalt, ne? Wir sind geschult. Wir wissen, was wir reden. Merkt man auch gleich an der Sprache und so. Abnannte auch. Ja, schon mehr ein Park. Eine Achtung. Unser einer und so einer. Was ist der Unterschied zwischen Pfennig und Mark? So, jetzt bin ich soweit. Vertreter sind Sie. Ja. Was vertreten Sie denn? Ein Poliermittel. So, ein Poliermittel. Wie machen Sie denn das? Bitte setzen Sie sich doch. Fahren Sie herum zu den Geschäften? Nein, ich bin selbstständig. Ich habe einen Stand. Tisch. Mhm. Und das haben Sie alles bei sich? Im Kofferraum, ja. Was ist denn das für ein Tisch? Klapptisch. Ein Klapptisch, der in den Kofferraum passt? Ja. Ich brauche ja nicht viel. Das Wichtigste ist das Demonstrationsobjekt. Ein total verschmierter Kochtopf. Tja. Wo wohnen Sie denn? In München, in der Heidhausener. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Nein, Kinder habe ich nicht. Warum nicht? Na, das darf ich Ihnen doch fragen. Sie haben doch nichts dagegen, dass ich Sie das frage. Warum nicht? Ich fragte, warum haben Sie keine Kinder? Ja, es hat sich nicht so ergeben. Meine Frau mag Kinder nicht. So. Ihre Frau mag Kinder nicht. Das lässt auf ein gestörtes Verhältnis schließen. Ist nicht alles in Ordnung zwischen Ihnen und Ihrer Frau, hm? Wie meinen Sie das? Sie müssen nicht darauf antworten, wenn Sie nicht wollen. Naja, es ist nicht so, wie es sein sollte. So ist es nicht. Sind die ganze Woche unterwegs? Ja, die ganze Woche. Sie übernachten auch unterwegs? Ja, sechsmal die Woche. Sechsmal die Woche. Und die siebente Nacht, die schlafen Sie zu Hause? Ja. Und zu Hause erwartet Sie ein gestörtes Verhältnis? Ja, wie meinen Sie? Ich gebrauche Ihre Worte. Ja, aber... Ist doch ganz klar, dass Sie die anderen sechs Nächte... Ist doch klar, dass Sie da schadlos halten. Ist doch logisch. Ein Mann, der zu Hause mit seiner Frau nicht glücklich ist, der sucht sich sein Glück außer Haus. Das ist ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Wahrscheinlich werden wir da Überraschungen erleben. Also, Herr Steinbrink. Stopp, Doktor, stopp.
Sie wollten mit ihm reden, aber Sie verhören ihn. Das dürfen Sie nicht. Betrachten Sie mich als Anwalt einer Toten. Eines Mädchens, das hier in diesem Hause gelebt hat. Mhm. Ich wollte mir einen Überblick verschaffen, einen Eindruck. Und den habe ich jetzt und ich werde mich in die Ermittlungen einschalten, wogegen Sie nichts haben können. Das ist Ihnen unbenommen. Hinweise nehme ich, von wo Sie auch kommen. Dazu bin ich verpflichtet. Freut mich, dass Ihnen das klar ist. Lassen Sie den Mann doch mal rausbringen. Harry, bringe Herrn Steinbrink bitte zum Wagen. Ja. Was soll das denn jetzt? Er leugnet. Das ist der Typ, der immer leugnet. Aber Sie werden den Mann schon so weit kriegen. Also, ich freue mich, dass wir miteinander bekannt geworden sind. Es ist verabredet, dass ich Ihnen behilflich sein werde. Warum engagiert er sich so? Es war sein Hausmädchen. Seit 2 Jahren. Ja, ja. Er hält Steinbrink für den Täter. Das ist ein gutes Recht. Aber er hat das jetzt gar nicht in Zweifel gestellt. Von Anfang an ging er darauf los, das ist der Mann, wir haben ihn. Ein Anwalt, der mir helfen will. Der mir nicht helfen will, die Wahrheit herauszufinden, um die geht's ihm gar nicht. Der will mir helfen, Steinbrink zu überführen. Aber den Mann werden Sie soweit kriegen. Hat er gesagt. Herr Derrick! Guten Tag, Herr Staatsanwalt. Da ruft mich eben Dr. Lechner an, der Anwalt. Sie waren doch bei ihm. Ah, ja, ja, ja. Er hat mir seinen Eindruck über den Fall Steinbrink mitgeteilt. Ja, fein. Und was sagt er? Dass er Steinbrink für den Täter hält. Vorläufig sagt Steinbrink noch nein. Herr Derrick, ich möchte keine Indiziensache. Bringen Sie mir das Geständnis. Ja, ich werde mich bemühen, Herr Staatsanwalt. Hat den Staatsanwalt angerufen. Hey, wie macht ihr denn eure Töpfe sauber? Wie sieht ihr denn aus, Mensch? So ein Topf, wo es aussieht, als ob er sich drin spiegelt. Der stolz nach Hausfrau. Halt doch dein Klappe, Mensch. Was nimmt ihr denn dafür? Wasser, was? Ist das Wasser drin, die Handtücher? Das fällt mir nicht an, Mann. Was ist denn das für einer? Der hat ein Mädchen umgebracht. Das saubere Töpfe will er haben. Ah! Hey! Hier! Was hast du? Und? Hey, da muss ich kommen! Ah! Was hast du? Hey, ja! Hilde, was drüber? Komm! Hilde! Und drüber! Komm! Hey, zu mir! Der ist ein Herr, der will nicht sprechen. Er ist ein Polizeibeamter. Hat er gesagt, was er will? Guten Abend, Frau Weiß. Entschuldigen Sie bitte, ich störe Sie. Und, das macht nichts. Ich habe bei Ihnen zu Hause angerufen, da hat man mir gesagt, Sie spielen hier Volleyball. Ist das Ihre Klasse? Ja, die meisten sind in meiner Klasse. Warum? Hat der Mann gestanden? Der Vertreter? Nein, nein. Er hat gestanden, dass er Rose in seinem Wagen mitgenommen hat. Und dann sagt er aus, er habe sie etwa 100 Meter vor der Villa Lechner wieder abgesetzt. Glauben Sie ihm das? Ja, wissen Sie, der Fall, der ist jetzt in einem Stadium, wo ich alles für möglich halte. Dass er lügt, dass er nicht lügt, fast nicht. Soll ich mich anziehen und mitkommen? Nein, das ist nicht nötig. Ich möchte nur einen Moment mit Ihnen sprechen. Sagen Sie, die Rosi, die war doch Ihre Freundin, eine sehr gute Freundin? Ja. Sie wissen doch, wo sie wohnt. Waren Sie mal dort? Im Haus von Dr. Lechner? Ja. Na sicher, öfter. Aha, dann kennen Sie doch Dr. Lechner. Ja. Hat die Rosi mal irgendetwas erzählt über diesen Mann, über diese Familie? Hat sich dort wohlgefühlt? Kommen Sie. Setzen wir uns. Verstehen Sie, ich frage aus gar keinem besonderen Grund. Ich möchte mich nur ein wenig mit Ihnen unterhalten. Aber warum mit mir? Ich weiß nichts von den Leuten, mit denen ich es da zu tun habe. Sie kennen sie besser. Das ist der einzige Grund. Was wollen Sie wissen? Also, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar mit Dr. Lechner. Es tut mir leid. Hoppla. Oh. Hat's wehgetan? Ja. Bitte sehen Sie mich an. Ist irgendetwas zu sagen über diesen Mann? Es tut mir wirklich leid. Nein, nein, nein. Da ist doch was. Also, was ist los mit ihm? Kommen Sie raus mit der Sprache. Sie war seine Freundin.
Die Rosi, die war die Freundin von Dr. Lechner? Ja. Was soll sie sagen, seine Geliebte? Ja. Ich denke, der Freund der Rosi, das war dieser Werner Schanz. Ja, deswegen hatten sie immer Streit. Hat die Rosi Ihnen das erzählt, das mit Dr. Lechner? Er war doch ganz offen. Er ist mit ihr ins Theater gegangen, ins Konzert, zum Essen, weggefahren übers Wochenende nach Salzburg, nach Wien. Und seine Frau, Frau Lechner, die hat's gewusst? Ja. Und das Mädchen nicht rausgeworfen? Nein. Grüß dich. Ja, servus. Sag mal, wo warst du denn? Ich hab dich gestern Abend angerufen, aber du warst nicht zu Hause. In der Tonhalle. Was warst du? Na, keine Angst, hab nicht geturnt. Ich hatte eine ganz gute Idee gestern Abend. Herr Derrick. Ja. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Morgen, Dr. Lechner. Guten Morgen, morgen. Morgen. Ich war gerade im Präsidium und dachte, ich komme mal schnell vorbei und versetze Sie in gute Laune. Wie wollen Sie das machen? Ja, Sie werden sich wundern. Ich habe mein Büro in Trab gesetzt in Sachen Steinbrink. Ich selber habe seine Frau angerufen, dann habe ich meinen Sozius Dr. Munk vorbeigeschickt und der hat sich die Orte geben lassen, die Steinbrück in letzter Zeit aufgesucht hat. Gasthäuser, Pensionen, in denen er übernachtet hat. Lauter Aussagen. Kellner, Zimmermädchen, Portier. Lauter telefonische Aussagen natürlich, wie sie vom Band abgeschrieben haben. Da haben sie aber eine riesen Arbeit gemacht. Ja, was kann man wohl sagen? Na, die Ausgaben. Nö, darauf kommt es doch gar nicht an. Auf den Erfolg kommt es an. Lesen Sie sich das mal durch, was dieser Mann für einen Ruf hat. Einen ganz miserablen Ruf hat er, was Frauen angeht. Ja, ich zeige Ihnen mal was. Das war in Murnau. Da sagt ein Dienstmädchen, na, wo habe ich es denn? Ich hab's doch. Ach ja, da ist es. Also die Aussage eines Dienstmädchens, Zimmermädchens. Na, was das angeht, Dr. Munk fragte natürlich ganz gezielt. Auf mich ist er auch losgegangen, hat mich aufs Zimmer bestellt. Ich dachte, er will noch irgendetwas, aber er stellte sich an die Tür und schloss sie ab. Er sagte, na, weil Sie hier bleiben werden. Ich sagte, spinnen Sie, aber er ließ mich nicht vorbei, hielt mich fest mit Gewalt fest, drückte mich gegen die Wand, dass mir fast die Luft wegging. Ich dachte, was will der Mann? Will der mich umbringen? Hielt mich mit, ja, und so weiter und so weiter. Sie werden sich das ja alles selber durchlesen, das geht stundenlang so weiter. Der Mann war völlig haltlos, was diesen bestimmten Punkt angeht. Der hatte keine Kontrolle los, ich stand immer kurz vor einer Gewalttat. Ja, da kann ich ja nur Danke sagen. Ja, bitte, bitte. Sie werden sich ja den Mann noch mal vorführen lassen, dann zeigen Sie ihm das, dann halten Sie ihm das vor und... Und der wird weich werden. Ja, ich muss jetzt los. Moment bitte, Doktor. Sagen Sie, wo kann ich Sie erreichen, wenn ich noch eine Rückfrage habe? Im Büro. Ich bin den ganzen Tag im Büro. Ich warte auf Ihren Anruf. Mach mal's. Besten Dank. Ja, gern geschehen. Auf Wiedersehen. 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 Doktor. Also jetzt bin ich sprachlos. Spannt er sein ganzes Büro ein? Schickt seine Leute aus, lässt telefonieren, nimmt alles auf Band auf? Ja, er ist sehr interessiert. Ja, wieso? Warum macht er das? Er war der Liebhaber seiner Hausangestellten. Was? Ja, das war's, was ich gestern erfahren habe. Dr. Lechner ist in seinem Büro. Ist doch eine fabelhafte Gelegenheit, seine Familie aufzusuchen. Guten Tag, Frau Schweig. Guten Tag. Herr Dr. Lechner ist in seinem Büro. Wir möchten gerne Frau Lechner sprechen. Ja, ich weiß nicht. Der Arzt hat aber gesagt... Er hat keine Einwände, wir haben mit ihm gesprochen. Bitte? Danke sehr. Guten Tag. Die Mutter von Dr. Lechner, vermute ich. Sie vermuten richtig. Die Herren sind von der Polizei. Ich denke, das sieht man. Ach, das sieht man. Woran? An der Art, wie Sie hereinkommen. Und wie kommen die herein? Oh, es mag Ihnen nicht auffallen, junger Mann, aber man sieht es, dass Sie das Recht haben, hereinzukommen. Im Übrigen... habe ich Ihren Besuch erwartet. Wieso haben Sie uns erwartet? Sie werden mit meiner Schwiegertochter sprechen wollen. Sie hat den Schrei auf der Straße gehört und darüber ist sie noch nicht vernommen worden. Richtig, ja. Können wir bitte mit Ihrer Schwiegertochter sprechen? Holen Sie sie her. Meine Schwiegertochter ist sehr labil. Sehr weich, sehr ängstlich. Nehmen Sie bitte Rücksicht darauf. Das würden wir sicher tun. Seit wann ist der Sohn verheiratet? Seit 17 Jahren. Die Ehe ist kinderlos geblieben, nicht wahr? Spielt diese Tatsache eine Rolle für Sie? Entschuldigen Sie. Wenn Sie mit meiner Schwiegertochter sprechen, bitte nicht darüber. Warum nicht darüber?
Eine Frau, die ihrem Mann keine Kinder schenken kann, bleibt ihr Leben lang voller Schuldgefühle. Die haben sie zu dem gemacht, was sie ist. Das sind die Herren von der Polizei, Agnes. Erzähle ihnen, was du weißt über den Schrei auf der Straße. Ja, aber ich hab doch schon gesagt. Sprich lauter. Komm näher. Ich meine, ich hab doch schon gesagt, dass ich nur diesen Schrei gehört habe. Nichts sonst? Nein. Sie haben kein Auto gehört, das plötzlich wegfuhr, sehr schnell wegfuhr. Aber warum siehst du mich an? Beantworte die Frage. Nein, sonst habe ich nichts gehört. Wir mussten uns natürlich nach den Freundschaften erkundigen, die Ihre Hausangestellte gehabt hat. Dabei haben wir festgestellt, Frau Lechner, dass Ihr Mann der Geliebte der Rose gewesen ist. Ich habe Sie gebeten, Rücksicht zu nehmen. Warum tun Sie es nicht? Frau Lechner, ich habe Ihre Schwiegertochter ein paar Fragen zu stellen. Die Antworten darauf mögen ihr schwerfallen. Vor allem mag es ihr schwerfallen, diese Antworten in ihrem Beisein zu geben. Ich kann sie mitnehmen, aufs Präsidium. Mitnehmen? Nein. Nein, nein. Bitte stellen Sie Ihre Fragen hier. Es tut mir leid, wenn ich mich da eingemischt habe. Ihr Mann, Frau Lechner, hat eine Beziehung zu Ihrer Hausangestellten. War Ihnen das bekannt? Es war ihr bekannt. Aber ist dies nicht eine Sache, die nur in die Familie gehört? Ja, wir haben eine Tragödie in dieser Familie. Ein Mann hält sich eine Geliebte. Seine Frau muss schweigen. Will schweigen. Will alles erdulden. Ich sprach zu Ihnen über Ihre Schuldgefühle. Aber können Sie mir vielleicht erklären, was dieser Fall mit Ihrem polizeilichen Problem zu tun hat? Sehen Sie das nicht? Nein, das sehe ich nicht. Ihre Schwiegertochter kommt als Täter in Frage. Als Täter? Eine Mörderin? Unsere Agnes? Ja, haben Sie dann noch Ihre Sinne beisammen? Diese Frau ist unfähig, einer Fliege ein Leid anzutun. Und was soll sie getan haben? Draußen mit einem Messer in der Hand gewartet. Doch, stellen Sie sich das vor, Frau Schweig. Unsere Agnes. Diese Frau mit einem Messer in der Hand. Mit einem Küchenmesser womöglich. Ich habe von der Möglichkeit gesprochen, so weit entfernt sie sein mag. Aber die Rosi war doch ein Problem hier in diesem Hause, das stimmt doch nicht, wahr? Und in diesem Zusammenhang nun eine Frage an Sie. Ihre Schwiegertochter, die mag zu schwach und zu ängstlich gewesen sein, das Mädchen zu entlassen. Warum haben Sie es nicht getan? Ich habe es getan. Zweimal. Ich habe ihr eigenhändig die Koffer gepackt und vor das Haus gestellt. Aber mein Sohn hat ihr die Koffer zurück ins Haus getragen. Sie können sicher sein, dass ich ihm meinen Standpunkt klar gemacht habe. Ich habe ihm gesagt, dass er sich da etwas ganz Unglaubliches leistet. Dass sein Verhalten unmöglich ist gegen seine Erziehung, gegen seinen Stand. Ich habe ihm gesagt, dass er sich langsam zugrunde richtet. Er hat nicht auf Sie gehört. Nein, bedauerlicherweise, nein. Bitte, kann ich mit Ihrem Sohn telefonieren? Wieso? Er wartet auf meinen Anruf. Bitte? Harry, bitte.
Ja, guten Tag. Ich hätte gern Dr. Lechner gesprochen. Ja, danke. Stellen durch. Geben Sie ab, bitte. Ja, wer ist dort? Derek. Na, haben Sie den Mann weich gekriegt? Wie? Wo sind Sie? Was machen Sie in meiner Wohnung? Ich wollte noch Ihre Frau vernehmen. Wozu denn das? Was ich sagen kann, haben Sie von mir ja schon gehört. Ich finde das nicht korrekt, Herr Derek, dass Sie ohne einen Ton zu sagen... Wir sind dabei rausgekommen. Na, sehen Sie, habe ich Ihnen doch gleich gesagt. Sagen Sie, Herr Derek, ist meine Mutter da? Kann ich sie mal haben? Frau Lechner, Ihr Sohn möchte mit Ihnen sprechen. Ja. Ja. Nein. Ist die Vernehmung beendet? Ja. Frau Schweig? Ja, bitte? Bitte bringen Sie die Herren hinaus. Frau Schweig, ich erwarte Sie in einer Stunde im Büro der Mordkommission. Mich? Sie. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Du musst mir schon ein bisschen was erklären. Was tut sie? Steht immer noch in der Tür. Du musst noch rein. Da ist eine Menge faul in der Familie. Die Ehefrau wird nichts sagen, die Mutter wird nichts sagen. Reden wird nur jemand, der nicht zur Familie gehört. Der letzten Endes die eigene Haut retten will. Die Stunde ist längst vorbei. Ist es Ihnen schwer gefallen, jetzt? Ja, weil... ich werde zumindest meine Stellung verlieren. Ich bin nicht mehr jung. Und meine Stellung war angenehm. Aber dass ich auf der Straße liegen werde, das muss Ihnen ja egal sein. Warum fürchten Sie, Ihre Stellung zu verlieren? Stellen Sie Ihr Tonband schon an, damit ich nicht alles zweimal sagen muss. Möchten Sie rauchen? Nein, danke. Die Sache ist einfach zu absurd. Wir waren nämlich nicht zu Hause, als das passierte. Die Diakonissen hatten einen Unterhaltungsabend gegeben. Die Gemeindeschwester hat uns eingeladen. Es waren 100 Leute da. 100 Leute, die gesehen haben, dass wir nicht zu Hause waren. Der Abend hat ziemlich lange gedauert und wir sind dann schließlich zu Fuß nach Hause gegangen. Wir unterhielten uns noch über den gelungenen Abend, als wir plötzlich einen Schrei hörten. Nein, gehen Sie nicht hier. Aber komm her. Nein, soll ein alter Mensch Angst haben vor dem Tode? Stand am Straßenrand und zitterte vor Aufregung. Wer war's? Ich habe ihn mitgebracht. Schröder.
Ich nehme an, das war noch nicht alles. Nein. Werner, was hast du getan? Hast du den Verstand verloren? Werner. Ist da jemand? Lauf weg. Lauf weg. Blieb der Atem stehen, als ich begriff, dass Dr. Lechner die Situation missverstand. Er war der festen Überzeugung, seine Mutter hätte das Mädchen umgebracht. Zu oft hatte sie gesagt, schick das Mädchen weg. Zweimal hat die alte Dame die Koffer des Mädchens vor die Tür gesetzt, Drohungen ausgestoßen. Er missverstand die Situation. Ich hätte die Situation auch missverstanden. Was tat er? Er nahm seine Mutter sofort das Messer ab. Und? Ich weiß nicht, wo es gelassen hat. Und ging mit uns hinein. Er war in einer schrecklichen Aufregung. Es ist etwas Furchtbares passiert. Geh in dein Zimmer, Agnes. Ja, geh sofort, hörst du nicht? Sie sagen kein Wort, Frau Schweig. Ich verstehe Sie nicht. Sie hören, was ich sage. Kein Wort. Sie haben den jungen Mann nie gesehen. Haben Sie verstanden? Aber... Überlassen Sie das meinem Sohn. Kein Wort zu Agnes. Sie darf nichts davon erfahren. Und wie steht's mit Ihnen, Frau Schweig? Sie werden uns und sich selbst doch nicht in Schwierigkeiten bringen wollen. Und die. Hätten Sie ganz bestimmt. Die würden sich überhaupt nicht vermeiden lassen. Bitte verstehen Sie mich richtig. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich muss jetzt gleich die Polizei anrufen. Meine Mutter hat nichts gesehen, nichts gehört. Sie hat geschlafen. Sie waren ebenfalls in ihrem Zimmer. Sie haben nichts gesehen, nichts gehört. Sie wissen nicht, was draußen passiert ist. Glauben Sie mir, es ist das Beste für Sie. Es ist die einzige Art, davonzukommen. Unbeteiligt sein, vollkommen unbeteiligt sein. Und aus diesem Grund. Sie haben geschlafen. Warum hat denn Frau Lechner ihrem Sohn nicht gesagt, was sich wirklich zugetragen hat? Sie sagte, soll sich der Junge sein Leben vernichten wegen eines Mädchens, das nichts taugt. Danke. Harry, fahr doch bitte Frau Schweig nach Hause. Warum haben Sie es getan? Weil das Mädchen nichts mehr von Ihnen wissen wollte? Sie wussten weshalb. Wegen Dr. Lechner. Wir hatten Streit und sie hat gesagt, dass sie allein nach Hause geht. Dann sah ich, wie sie zu einem wildfremden Mann ins Auto einstieg. Ich lief hinterher, wie irre, hinterher. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, hinterher zu laufen. Auto da stehen, mitten auf der Straße. Rosi stieg aus. Der Mann stieg auch aus. Vogelscheuche! Da
habe ich gerufen, Rosi. Der Streit ging noch weiter. Ich habe dir gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Und dann habe ich plötzlich das Messer rausgezogen. Nimm alles auf. Derek, komm noch mal vorbei. Mein Dr. Munk hat noch Material gefunden über Steinbrink. Er hat gestanden? Ja. Der Vertreter? Nicht der Vertreter, der Mörder. Der Mörder? Sein Geständnis wird gerade aufgenommen. Werner? Ich dachte... Ich weiß, was Sie dachten. Mein Bericht über Sie, Dr. Lechner, geht morgen an den Staatsanwalt. Thank you.